Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind jetzt gerade in Wettstetten angekommen, bei MTM. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um, denn wir nehmen nämlich nachher auch noch gleich ein richtig cooles Auto mit, was ich euch nachher auch noch zeigen werde. Kommt mal mit. Wir haben heute die Ehre, mit dem Chef persönlich nach Hausführung zu machen. Du bist das erste Mal da, oder? Ich bin das allererste Mal da. Ja, super dann. Freut mich, dass wir uns hier mal umsehen dürfen. Ja, genau. Zeit ist wahr, gell? Kommt mal mit. Gut, ich erzähle ein bisschen was über MTM. Gerne. MTM gibt es jetzt seit 32 Jahren. Ich habe nach dem Studium bei der Firma Dreser angefangen. Ich habe draußen ein wunderschönes Auto aus meiner Dreser-Zeit und habe dann einen super Job bei Audi bekommen in der Motorentwicklung. Bin da dann 4 Jahre geblieben. Aber ich wollte halt eigentlich das machen, was ich möchte, und das war bei Audi damals noch nicht möglich. Jetzt hat sich viel geändert. Ich habe damals die 20V Turbo-Entwicklung betreut, also mitgearbeitet als Ingenieur. Ich habe die Applikation gemacht, Prüfstandsbetreuung, Fahrzeugbetreuung, Urquattro, S2, geil. S4, S6. Das waren noch richtige Autos. Und das waren auch noch richtige Motoren. Ja. Da sind wir ja dann 500.000 Kilometer gefahren ohne ein Problem. Also es war wirklich sensationell. Und man hat da den Lader nur in einer Stunde getauscht, wenn man schnell war. Naja, sagen wir mal 2 Stunden, was mittlerweile gar nicht mehr möglich ist. Ja, aktuell muss man dann fast den ganzen Motor alles ausbauen. Teilweise muss man den ganzen Motor ausbauen. Es ist viel, viel komplizierter geworden. Dann haben wir in einer Hinterhofwerkstatt angefangen. Es war wirklich eine Hinterhofwerkstatt. Und mit den ersten Testberichten, das war dann eine S4 mit so 350, 60, 70 PS oder so, sind halt dann die Kunden gekommen. Aufgrund von Rallye Racing war das damals. Und dann haben wir natürlich woanders hin müssen. Und dann haben wir da heraus gebaut. Und das ist jetzt der Empfangsraum. Eigentlich dann damals unser ganzer Stolz, ein Neubau. Du musst ja viel investieren, das ist ein Risiko. Aber es hat ganz gut funktioniert mittlerweile. Seid ihr gleich gut durchgestartet? Ja, wir haben einen guten Start gehabt. Das ist schön. Das ist ein falscher Turbo von einem Kunden. Man sieht also hinten, da ist alles weggebaut. Der kriegt große Turbolader, kriegt einen anderen Auspuff mit anderen Cuts. Und die Zielleistung ist so 950, 960 PS. Das ist eine Ansage. Mit Abgas, mit Straßenzulassung. Und mal schauen, wie viel Leistung das wir schaffen. Eventuell brauchen wir eine bessere Lage. Ihr macht nur so VAG-Modelle? Wir machen nur Konzernmodelle. Mhm. Ja, genau. Hängt damit zusammen, weil da ja teilweise die Technik gleich ist, der Motor gleich ist, die Bremsen gleich sind. Und du darfst dich nicht verzetteln. Mhm. Weil jeder Hersteller hat andere spezifische Sachen. Das funktioniert nicht. Also wenn man es wirklich konzentriert auf, sage ich mal, 70% Audi, dann ein bisschen Porsche, Bentley, spezieller für unsere Kunden dann nicht. Speziell auf Kundenwunsch, ein alter Mercedes, 60 SEL, das du siehst, der ist super beieinander, ja. Wirklich rostfrei. Der schaut von uns wirklich aus fast wie ein Neuwagen, ja, genau. Nicht so wie mein 190er. Ich muss dazu sagen, das Auto kommt aus Japan und die sind wirklich technisch total super beieinander. Vom Rost her, nur ausgebreitet, komplett entfernt. Also Blechwellen, Benzinpumpen neu, Auspuff neu, Bremsen neu, ja, Fahrwerk neu. Also es hat ein Luftfahrwerk normal drin, aber das Auto kommt nach Ghana, da ist es sehr heiß teilweise und die Luft bald gehalten dann wieder so. Also eigentlich ganz interessant. Da wohnen eure Kunden ziemlich weit entfernt. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der. Das ist nicht schlecht. Das ist der, was am weitesten weg wohnt. Das ist jetzt der S2, das war aus meiner Zeit noch. Wir haben 15er Turbomotor, 20V. Die Autos haben damals 315 PS gehabt. Und wir haben mal recherchiert, wir haben 10%, über 10% der Fahrzeuge damals, die abgeholt wurden, von Audi umgebaut. Also 315 PS haben wir gehabt. Wir haben 330 gemacht mit einer besseren Anspruchsverhaltung. Wir haben dann 420, 450 PS gemacht. Andere Bremsen, Audi hat damals auch Bremsen abgerüstet, weil für viele Kunden dann nicht zufriedenstellend war. Und ja, also alle haben gesagt, der RS3 kriegt eine Porsche-Bremse, jetzt passt alles. Aber dass der Audi ja 80% den habe ich auf der Vorderachse bremst, ja, das hat man nicht berücksichtigt. Und dann hat man halt die große Bremse nachgerüstet. Ja. Teilweise auf Kulanz, teilweise haben wir es zum Kunst- und Preis angeboten, dass die Kunden zufrieden waren. Aber ihr macht so hauptsächlich auch Motorumbauten, also jetzt sag ich mal so
kompletten Motor zerlegen, Kolben, Pleuel, andere Kurbelwelle, macht ihr das auch alles? Ja, das kann ich dann auch halt sagen. Dann gehen wir in den Keller runter. Gerne. Da haben wir gerade einen Motor zerlegt. Ja? Was macht ihr noch so in Fahrwerksumbauten, ja, gut. Software? Also eigentlich alles, was du zum Fahren brauchst. Also das heißt, Motor ist es klar, dann Getriebe teilweise, Getriebeanpassung. Gut, die neuen Autos sind so lange übersetzt auf 360, da brauchst du das Kraftstoff mal machen. Aber du musst das Getriebe anpassen von der Software her auf den Motor. Ja. Dass das nicht schleift, dass das mit einem großen Drehmoment zurechtkommt. Dann natürlich eine Bremse, das ist klar. Wobei Audi natürlich mittlerweile super Bremsen hat. Sind sie jetzt besser geworden, weil ich auch so immer mal gehört habe, dass die Bremsen dann unterdimensioniert sind? Ja, die sind schon also mittlerweile ausreichend, kann man sagen. Dann Fahrwerk, das ist klar. Da machen wir mit KW, das ist unser Partner, der macht uns eine Grundeinstellung. Wir werden halt die Fahrwerke dann einstellen auf die Kunden speziell. Teilweise für Kunden Interior-Ledersachen. Also wenn man als erster dann die Lamborghini-Rauten, das Rautenmuster in Audi mal einbaut, wenn man die Seiten, die Türverkleidungen mit Leder überzogen, mit dem gleichen Muster, das hat Audi damals noch nicht gehabt. Cool. Auto, da wird der Steuergerät gemacht, die Leistung ein bisschen angehoben, der hat dann zusätzlich einen Ladeluftkühler reingerückt. Also das ist Kunde aus der Schweiz. Wie viele Leute seid ihr jetzt hier arbeiten? Wir sind 25 Leute. Und das haben wir eigentlich die letzte Zeit immer gleich. Also wir haben eigentlich keine so Fluktuation. Und wir haben jetzt durch die neuen RS-Modelle von Audi RS6, RS7, RSQ8 haben wir wieder richtig schöne Arbeiten drin. Also damals mit der Dieselkrise und so, wo Audi keine richtigen Modelle gehabt hat, da war es eine schwierige Zeit. Aber jetzt geht's schon. Jetzt ist wieder. Ja. Wir können schnell einen Schwenk dann ausmachen. Gerne. Da ist also ein Entwicklungsprojekt von uns. Schauen wir mal hinaus. So, jetzt sage ich dir noch ein Stück aus unseren Anfangszeiten. Sensationelles Auto. MTM hat damals die Entwicklung gemacht von dem Motor, Getriebe, die ganzen Homologationen, die Straßenzulassung, TÜV-Zulassung. Und es wurden so circa 17 Autos gebaut. Und alle wurden da in Ingolstadt zugelassen auf MTM und dann weltweit verkauft. Ich habe damals das Entwicklungsauto behalten dürfen, habe das günstig gekriegt und habe wenig Geld gekriegt für meine Arbeit. Das ist ein Aztek von Chocharo und der Dr. Pirch hat damals die Zusammenarbeit eingeleitet, dass praktisch das Auto für die Straße gebaut werden darf. Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns an, ja, jetzt sage ich dir gern. Gehen wir planen runter. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist ein Aztek von Chocharo. Ist ein sehr auffälliges Auto, wenn du auf der Straße fährst. Und welches Baujahr ist der jetzt? Oh, ich glaube, dass die Autos so fast 30 Jahre alt sind. Also gut, da haben wir angefangen, da war der Prototyp da. Das war dann praktisch vor 30 Jahren ziemlich genau. Und dann ist die Kleinserie entstanden in Turin von der Firma Savio. Das Auto hat einen Urquattro-Motor 20V als Quereinbau hinten und hat dann eine Kannenwelle nach vorne als Allradantrieb. Und Audi war damals bei mir in der Werkstatt in der Alten noch und haben sich den Antrieb angeschaut, weil der Audi Spider, der damals vorgestellt wurde, der hätte den gleichen Allrad bekommen. Aber der Spider wurde ja dann gestoppt, mehr oder weniger. Die Gründe sind vielseitig, aber mag ich nicht drauf eingehen. Schauen wir mal, du kannst praktisch da. Also wie gesagt, das ist für damalige Verhältnisse sehr futuristisch. Das hat alles von Chocharo designt. Das ist ja mittlerweile die Firma Ital Design, die zu Audi gehört. Mittlerweile zu 100%. Wir können hinten einmal schnell aufmachen. Hat er auf der Beifahrerseite auch? Nein, das ist nur Fake. Der Heckspoiler ist ziemlich leer, ja. Die haben damals noch ein bisschen leicht verkauft. Also du siehst jetzt praktisch da, das ist der 20V Turbomotor, 250 oder 56 PS in dem Auto. Da drunter ist das Getriebe, vorher noch ein Tank. Fährst du das Auto noch? Ja, ab und zu am Sonntag mal ganz kurz. Ich habe eine Tochter mit 10 Jahren, da fahre ich dann schon mal gern. Bei uns in Nürnberg hat jemand noch genau so einen darstellen. Jetzt ist leider die Batterie leer, jetzt kann man da nicht starten und das ist mein Bastelbude da. Deswegen schaut es so aus. Ja, schauen wir ein bisschen weiter, oder? Gerne. Unser Mädchen, Junge für alles, Elektrik, Elektronik, Spoiler, Ladeluftkühler, also ohne Migi darf es gut ausschauen, oder? Ah, ja. Mach mal winken. Also das ist der Elektronikraum, wir sind weltweit vernetzt mit unseren Importeuren. Dennis Gerei, wir brauchen noch einen fürs Pult. Hallo. Hallo. Und der Dennis ist die rechte Hand von Roland. Also wie gesagt, wir sind weltweit vernetzt.
knapp. Wir haben 150 Stationen, so Programmierstationen, wo dann die Daten abgerufen werden, die Daten hergeschickt werden von den Fahrzeugen zum Ändern. Und das läuft eigentlich ganz gut. Wird aber immer schwieriger, weil Audi immer mehr verschlüsselt. Ja, also aber ihr schreibt richtig dann selber? Ja, wir schreiben selber. Wir haben aber auch eine Kontrolling entwickelt, ein Zusatzsteuergerät, wo man halt sagen, das kannst du schnell einbauen, kannst du wieder schnell rausbauen. Also die meisten Autos sind Leasing-Autos, machst da Kontrolling rein. Du kannst natürlich nicht so viel Leistung in dem Moment rausnehmen. Ja, weil viele Hersteller wollen das ja nicht, dass du da irgendwie Software drauf machst oder können es gerade bei BMW, die sind da immer ziemlich... Ja, Audi ist noch viel schlimmer. Die wollen das nicht, aber es gefällt ihnen sehr gut, wenn du einen super Testbericht hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich auch ein bisschen mit Produkthaftung und so, aber wir haben eigentlich mit denen kein Problem und das funktioniert ganz gut. Das ist unser Prüfstandsraum. Wir haben also zwei Rollenprüfstände. Zurzeit ist nur einer im Betrieb. Wir haben da eine komplette Kühlung, Klimatisierung. Du siehst den riesen Propeller drum. Mhm. Wir fahren also praktisch die Luft da durch einen Kühler. Draußen steht ein Kühlaggregat, Klimaaggregat, so mit 140 km/h Austrittsgeschwindigkeit. Und das sind zwei Allradrollen, jetzt bloß nur eine. Und da haben wir damals den Apollo auch, den Apollo-Motor abgestimmt. Wir können jetzt mittlerweile, wir haben drei Bremsen, dreimal 260 kW fahren. Also da bist du mit nichts am Ende eigentlich. Krass. Also wir haben noch nie ein Problem gehabt. Die rechte Rolle wird gerade abgebaut. Da machen wir kombiniert, also eine verbundene Rolle, dass wir die neuen Allradsysteme erfahren können, weil die Autos ja gleich immer in Notlauf gehen. Ja. Wenn du halt bloß mit einer Achse fährst und das andere steht, also ABS, ESP, dann flippen die aus und wie gesagt, das haben wir bestellt und jetzt wird die abgebaut und wird noch angepasst vom Fundament her und dann kriegen wir so in drei Monaten die neue Rolle. Nachbarn machen keine Probleme, wenn ihr mal Autos messt? Oder ist nur im Gewerbegebiet hier, oder? Du hörst das nicht. Hörst nicht? Nein, aber wir fahren mit einem geschlossenen Raum. Deswegen haben wir die Tore, das sind so schallgedämpfte Tore. Ah. Ich glaube, reduzieren um 40 dB. Und wir haben nie ein Problem gehabt mit den Nachbarn. Es war ja früher die Gewerbeaufsicht da und hat das abgenommen und so. Also das ist sehr leise. Gut, das ist ein wunderschönes Auto, der S8. Mhm. Der hat auch 1000 PS. Wir haben damals in Genf vorher. 4-5 Jahren einen hellblauen S8 vorgestellt. Der war noch foliert und damals hat es hellblau bei Audi gar nicht gegeben im Programm. Und seitdem sieht man sehr viele hellblaue Autos rumfahren, glaube ich. Aber sieht man ihm jetzt erstmal so optisch gar nicht an und dann wahrscheinlich, wenn du auf der Autobahn neben dir hast, dann... Ja, das dauert nicht lang. Das ist gleich vorbei. Ja. Das ist schon klar, ja. Nein, die gingen richtig gut, die Autos. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist so eine Halle, wo spezielle Umbauten gemacht werden. Langzeitprojekte, so ja, wie es ausschaut? Ja, eigentlich Langzeitprojekte, ja. Gut, da hinten steht jetzt wieder ein RS4 auf der Bühne, Motorgetriebe raus, Zahnriemenmacher und Fahrwerksteile, Querlenker. Die vorderen Querlenker sind bei Audi immer ein bisschen ein Problem, weil die ausschlagen. Da gibt es ja auch etwas jetzt, zumindest kein Problem. Das ist ein Urus von einem Kunden, der kommt aus der Chihai, der hat auch die 1000 PS. Und ja. Die kommen von überall zu euch. Ja, Gott sei Dank. In Deutschland könnte man nicht leben. Sensationell. Der Chef vom Lamborghini Club, vom Ilo Club, der Freund, der fährt auch so ein Auto. Einen haben wir gemacht, auch für einen Lamborghini-Kunden mit Katz, mit Auspuffanlage, mit Steuergerät. Ja, die gingen schon richtig gut, die Autos. Wäre das was für dich, oder? Ich fahre auch einen Lamborghini Jeeper, logisch. Ein LM002. Kennst du das? Nee, aber hört sich ziemlich alt an. Lamborghini hat damals unter Besitz von den Amerikanern, Chrysler, haben die einen Jeep entwickelt. Also das ist eigentlich, glaube ich, gewesen für Gaddafi oder so. Und dann ist das nichts geworden. Der Lamborghini Jeep, das ist der LM002. Da haben sie ungefähr so 270 Autos gebaut oder was. Die meisten sind in die Emirate gegangen. Hat den 12-Zylinder Countach Quattro Valvole Motor drin gehabt. Erst mit Vergaser, den habe ich. Mhm. Also sind 6 Doppelvergaser drum. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, eine Tochter und jetzt habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir halt auch so einen alten Jeep. Ich habe den damals noch recht günstig, also die werden jetzt mittlerweile für 450.000, 460.000 Euro gehandelt. Ich habe ihn noch sehr günstig gekriegt, habe ihn auch komplett zerlegen lassen und habe den neu aufgebaut. Cool. Wie gesagt, 12-Zylinder Quattro Valvole Motor, mit 6 Weber Doppelvergaser. Der hört sich schon geil an. Hört sich geil an. Die Miriam, die kann ja Herr Pudel schicken von dem Motor. Gerne. Also ist richtig was fürs Auge. Ja, das blendet man dann euch ein, dass ihr dann auch was davon habt, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, genau, das muss die Leute zeigen, das kennen sie nicht. Nee, ich kann es auch nicht. Okay, dann schauen wir nochmal die Runde ist gleich beendet.
Das ist ein sogenannter Tresa Quattro Roadster. Da gibt es so 47 Stück. Das ist, glaube ich, Nummer 46, das Auto. Der hat ein elektrohydraulisches Verdeck. Und das war damals meine Arbeit beim Tresa, dass ich praktisch das automatisiert habe. Mhm. War eine ziemliche Herausforderung. Ist das auch deiner? Das ist auch meiner, ja. Jetzt haben wir praktisch eine Runde gedreht. Mhm. Jetzt habt ihr alles gesehen. Das ist ein Kundenauto, unser erster R8 Kompressor. Wir haben einen Kunden, der sammelt die MTM-Fahrzeuge. Ah. Und der ist jetzt da, der kommt, kriegt einen Service und unten ist ein bisschen was Unlicht am Getriebe. Und jetzt zerlegen wir halt das Auto ein bisschen und richten wir es ein. So, das ist dein Auto. Ja, den werden wir heute mitnehmen. Ich hoffe, du kannst gut fahren, aber du glaubst, haben sie mir gesagt, dass das passt? Ja, fahren kann ich. Also. Okay. Das ist der R8 Kompressor mit 10 Zylinder, 822 PS mittlerweile, mit einem vollen GT4-Umbau. Mhm. Mit Straßenzulassung, also Flügel, Luftauslass oder Einlass, Flaps, Carbonbremse, nur mal die Recaro-Sitze drin, die neuen, also das Auto ist sensationell. Also optisch ist echt eine Wucht. Schaut nicht schlecht Schaut aus, richtig gell? Gut aus. Die Westfängs sind auch drum, die tollen. Das ist ein Stück Historie von uns, das ist ein Einzelstück, der einzige R8 mit einem 10-Zylinder RS6 Originalmotor. Mit einer speziellen Innenausstattung im Magnolia-Leder. Da haben wir unsere eigenen Carbon-Sitze gemacht. Du siehst da eine Ähnlichkeit mit Recaro und unseren Sitzen. Also wir waren eher auf dem Markt, sage ich mal. Und das Auto ist hochglanzpoliert. Also es ist das reine, es ist nicht foliert. Mhm. Das ist ein reines Aluminium, das du da siehst. Krass. Und muss man da wirklich mit der Hand waschen, mit destilliertem Wasser. Sonst gibt es... Sehr pflegebedürftig und aufwendig wahrscheinlich. Da darfst du wahrscheinlich nicht mit allen... Nein, sowas für Sonntagvormittag. Ja. Und das ist auch so straßenzulässig? Der ist straßenzulassen, ja. Der hat ein bisschen über 800 PS. Mit dem Motor kann man 1000 PS auch fahren. Das haben wir in Finnland gemacht. Mit dem Weltrekordfahrzeug von Nokian auf dem Eis. Also siehst du, das ist praktisch eine Komplett-Lederausstattung. Ja. Das wissen viele Leute nicht, dass wir sowas machen. Aber das ist auch schon vor 20 Jahren gemacht worden. Also wie gesagt, speziell Magnolia-Leder. Finde ich, passt gut zu dem Alu-poliert. Ja, schaut richtig gut aus. Die Carbon, gerade mit den Nähten. Ja, genau. Die Carbon-Sitze. Wir haben auch die Fußmatten da komplett gemacht mit Leder. Da traut man sich gar nicht einzusteigen. Das ist viel gefahren worden, das Auto. Und wir haben das Auto jetzt nochmal hergetan, weil ein Kunde das Auto kaufen wollte. Aber hat sich jetzt entschuldigt und kommt 4 Wochen später. Hm. Und dann schauen wir mal. Ja. Also es ist wirklich... sensationell, hinten auch der Motor. Wir können einen Schwenk machen auf dem Motor. Ist das Makrolonglas? Das ist die vom R8 GT. Ja. Mir machst du mal die Heckklappen auf. Das ist die Makrolonhaube vom R8 GT, vom Rennauto. Du siehst, wie klein dass der 10-Zylinder Motor da baut. Der Ladeluftkühler, der. Das ist eine gute Frage. Den haben wir da drinnen gehabt. Den haben wir erst von oben belüftet. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt werden wir ihn von der Seite belüften. Und haben hinten alles aufgemacht. Siehst du, da ist ein komplettes Heck anders. Die Endro habt ihr auch versetzt, oder? Die sind ja original. Ja, die sind auch. Die Endro sind da ist der Endschalldämpfer. Mhm. Weil wir rechts und links hinterm Radhaus haben wir Ölkühler reingebaut. Mhm. Also ich bin mit Nairo gefahren mit dem Auto, so 350. Und der wird der Motor fast nicht warm. Also in der ersten Runde, in der zweiten schon dann. Also es hat eigentlich gut funktioniert. Also steckt da viel Geld und Ding drin. Ja. Hinten der Carbon-Diffusor. Das Heckteil ist komplett geändert. V10 Biturbo handkraftet. Habt ihr eure eigenen Plaketten? Ja, das haben wir von AMG abgeschaut. Cool. Jetzt gehen wir schnell in den Keller runter, weil ich muss da eine Brotzeit herrichten. Gerne. Das ist da hier unten unser Motorkammerl, sagen wir. Ich sage eine mechanische Fertigung. Also da werden Motoren gemacht. Aber mein Ziel war, wo ich angefangen habe, dass man eine Drehbank hat, eine Fräse, ein Schweißgerät, ein gescheites, so ein Bandsäck, dass du wirklich selber auch alles machen kannst im Haus für die Prototypen. Ja. Natürlich gibt man heute, macht man CNC-Zeilen und gibt es dann weg oder so, das ist ganz klar. Aber so hat das auch angefangen da herunten. Und man sieht jetzt leider nicht viel, der eine Motor ist fertig, der wird gerade eingebaut. Also was man jetzt gerade sieht, ist, wir machen einen Audi Rallye. Motor für ein Gruppe 4 Fahrzeug. Das ist praktisch das erste Rallye-Fahrzeug. Das ist damals von Walter Röhrl, nein, Walter Röhrl glaube ich nicht, in Monaco gefahren. Also 1980, 81 sowas. Das ist wirklich eines der ersten Fahrzeuge. Gruppe 4, da ist nicht so viel geändert. Damals hat der Audi noch nicht so spezielle Teile homologiert gehabt. Also was die homologiert haben, sind zum Beispiel, du siehst jetzt da die Kolben.
Es sind ein bisschen leichtere Kolben. Der Urquattro hat serienmäßige Gusskolben gehabt, die haben aber nicht gehalten, also serienmäßig nicht. Also das sind jetzt Schmiedekolben. Ich gehe davon aus, dass die von Mahle sind, weil die machen eigentlich die besten Kolben für mich. Ah, Mahle, ja. Schau her. Siehst du das? Ja. Also Mahle-Kolben. Bläuel sind, haben wir bearbeitet, weiß jetzt nicht, wo die sind. Die werden noch gewogen gerade. Dann ist es die Kurbelwelle dazu. Also siehst du, die ist komplett überarbeitet, erleichtert. Ja. Das ist die typische Rennkurbelwelle von einem Fünfzylinder. Da sind die ganzen Ausgleichsbacken weg. Es ist alles weggefräst, erleichtert und halt auch dann speziell fein gewuchtet, das ist klar. Gut, die anderen, der Motorblock ist gerade beim Schleifen für die Kolben. Der Kopf, der kriegt größere Ventile. Kann ich euch leider nicht sagen. Alles gut. Wenn es wieder kommt, dann gerne. Ja, wenn wir nochmal kommen dürfen. Ja, logisch. Entschuldigung. Das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Da siehst du dann noch die spezielle Kolbenwelle. Zwei Ventiler. Da ist ein Kundenmotor, das ist ein Mercedes-Motor, den haben wir komplett überholt. Das Auto, das ist gerade beim Schweißen, Restaurieren. Turbolader kann mal. Und da hinten können wir ja nicht sagen, ist zwar nicht besonders aufgeräumt. Und das ist halt die. Unsere kleine mechanische Fertigung. Drehbankfräse, Bandsäge, Schweißkammerl. Und da kannst du wirklich alles selber machen, die ganzen Prototypen. Ja. Dann muss ich mich verabschieden. Die Miriam, vielen Dank nochmal für die Führung. Ja, logisch. Und dann vielleicht sehen wir uns nachher noch. Ansonsten danke für den Besuch. Ja, danke schön, dass wir kommen durften. Ja, logisch. Immer ein gescheites Auto, wenn das eins einmal da ist, dann kannst du nicht besuchen. Okay. Gut, dann macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Und falls ihr auch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber gescheite.